Die norwegischen Skiasse Axel Lundsvindal und Kjetil Jansrud machten nach einer Stippvisite bei ihrem Ausrüster Head in Kennelbach auch Halt im Intersport Dornbirn, um geduldig Autogramme zu verteilen und der versammelten Vorarlberger Presse Rede und Antwort zu stehen. Der Andrang in Dornbirn war dementsprechend groß. Rund 500 Personen stellten sich für das Meet and Greet in Reih und Glied auf. Die sehr sympathischen Athleten haben für den kommenden Winter völlig unterschiedliche Ausgangslagen. Dennoch sind sowohl Svindal als auch Jansrud positiv eingestellt. Während der fünffache Weltmeister aufgrund eines Achillessehnenrisses weite Teile der vergangenen Saison verpasst hat, lieferte sich sein 30-jähriger Teamkollege ein heißes Duell mit Marcel Hirscher um den Gesamtweltcup. Ich war ein Jahr weg. Ich musste erst schauen, dass ich auf ein Niveau komme, wo ich Rennen gewinnen kann. Und wenn ich das ziemlich schnell schaffe, dann ist das schon möglich. Ja, ich glaube, ungefähr jetzt mit den Formen, was ich habe, also so wie Plan eigentlich. Das heißt, Sölden kommt jetzt, aber dann kriegen wir noch einen Monat mit Training für Lake Louise und dann wird es hoffentlich perfekt. Bis jetzt sieht es gut aus, aber man weiß ja eigentlich nie, wie es geht. Das heißt, kriegen wir erst die Rückmeldung am Sonntag und dann hoffentlich passt es. Während Kjetil Jansrud also an die Erfolge vom Vorjahr anknüpfen will, möchte Axel Lundsvindal wieder zum Siegläufer werden. Einig sind sich die beiden, dass Marcel Hirscher der große Gejagte im Gesamtweltcup sein wird. Marcel, der ist ein Riesenfavorit. Also was er gemacht hat die letzten Jahre, ist schon sehr, sehr stark. So, schauen wir, der ist der Favorit und ich bin vielleicht ein von mehreren, was probiert ein bisschen zu attackieren. Aber warten wir, schauen wir, was passiert. Also einfach ein sehr, sehr guter Skifahrer. Also seine Technik ist eminent und hat auch gute Physik, guten Rennkopf. Ein kompletter Skifahrer und muss man auch sein, um die große Kugel 4 Jahre zu gewinnen. Das heißt, er ist schon eine Legende und er wird schnell bis er aufhört, glaube ich. So, es wird auch schwierig diese Saison. Den österreichischen Superstar anzugreifen, dabei sollen die Vorarlberger Ski- und Skischuhe helfen. Die Elche sind mit dem Material, den Tests und auch der Arbeitseinstellung von Head sehr zufrieden. Ohne einen guten Skifirma, dann hast du keine Chance. Also dann überhaupt keine Chance, Rennen zu gewinnen. Und die Ergebnisse, also du kannst sehen auf die Listen, die letzten paar Jahre, war eigentlich die letzten 3-4 Jahre im Speed speziell Head ganz souverän. Und logischerweise für mich als Abfahrer ist das mit Abstand mein wichtigste Werkzeug sozusagen, ist die Ski und die Skischuhe. Und wenn das gut funktioniert, dann gewinnst du Rennen. Und mit Head haben wir alle eigentlich die letzten paar Jahre sehr viele gute Ergebnisse gehabt. Also Kjetil voriges Jahr. So, ja, ich bin froh, dass ich auf Head bin, weil es momentan die besten Speedski sind. Ich bin Speedfahrer und so gewinnt man Rennen. Aber man kann verlieren mit einem guten Ski, aber man kann nie gewinnen mit einem schlechten Ski. Also das heißt, es ist sehr, sehr wichtig und auch wichtig, dass die nicht nur so schnelle Ski machen, aber auch die entwickeln. Kostet Geld, und aber auch kostet viel Arbeit und die beim Firma und die machen einen sehr, sehr guten Job für uns. Das freut auch den Montafoner Rennsportleiter von Head, Rainer Salzgeber. Über die beiden Norweger findet der Bartholomäberger nur positive Worte. Ja, umso besser die Entwicklung funktioniert, umso besser ist es natürlich dann für den Outcome. Unter Strich ist es so, dass natürlich die Athleten, gute Athleten, arrivierte Athleten mit gutem Feedback uns extrem helfen. Und da sind wir stark, da haben wir gute Athleten. Wir haben den Riesental auf Weltcup bei den Herren die letzten 5 Jahre 4-mal gewonnen. Also von dem her zeigt es, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und Abfahrt, wie gesagt, da sind wir super G, da sind wir dominant, haben ein gutes Team und kriegen natürlich gutes Feedback und können unser Material natürlich so weiterentwickeln. Es freut mich, wenn unsere Athleten, die ja doch die Szene mitbestimmen und mitprägen, einen großen Anklang finden. Und die Fans sind da und Tag machen. Sowohl Jansrud als auch Svindal waren schon viel auf Schnee unterwegs und können den Weltcup-Auftakt kaum mehr erwarten. Sommer war gut und haben viel Skitrainiert im Herbst, so wie alle anderen Jahre eigentlich. Also, bis jetzt sieht es gut aus, aber man weiß ja eigentlich nie, wie es geht. Das heißt,
kriegen wir erste Rückmeldung am Sonntag und dann hoffentlich passt es. Ja, viel auf Schnee, speziell letzte Zeit. Wir waren fast 5 Wochen in Südamerika, haben wir gut trainiert. Das also gehört dazu, ein Sportler, was nicht trainiert, der ist nicht ein Sportler. So, fleißig trainieren, das muss man schon. Ein bisschen Zeit bleibt den Olympiasiegern noch, um die Form zu perfektionieren. Solange genießen Axel und Gschetil die Aufmerksamkeit der österreichischen Fans. Denn so wie Popstars, wie im Intersport Dornbirn, werden Skirennläufer nicht überall empfangen. Ja, wenn es so ist, dann komme ich jedes Wochenende. Aber es ist cool, dass das Interesse so groß ist. Und es freut ja mich auch, dass man so viele Leute begrüßen kann. Und es ist cool, aber ein bisschen stressig auch. So, ja, ein paar Tage ruhig im Hotel sind wir auch gut. Die Skifahrer können gute Vorbilder sein. Und logisch ist es für uns wichtig, dass es populär ist, weil es ist, sage ich, ohne gute Fans, gute Zuschauer, wäre die Rennen nicht so toll, wie sie jetzt sind. Und da muss man froh sein, dass es so Länder gibt wie Österreich, die Schweiz, wo das Interesse richtig, richtig groß ist. Und das ist auch ein Grund, warum wir viel Zeit verbringen in Österreich, weil hier einfach das Skisport am größten ist.